Hier ist wieder Thomas. Heute wollte ich mal ein Video über die Ernährung machen, was ich so esse. Ich bin momentan auf einer Low Carb Diät. Low Carb bedeutet praktisch, dass ich wenig Kohlenhydrat esse. Das ist ungefähr 1 Gramm pro Kilo. Das ist so eine gute Richtlinie, eine gute Faustregel. So 1 Gramm pro Kilo sind bei mir ungefähr 80 Gramm bis maximal 150 Gramm Kohlenhydrate. Alles, was praktisch in diesem Bereich ist, zählt als Low Carb. Wenn ihr es eilig habt, empfehle ich euch diese Diät. Weil die ist sehr effektiv und das geht richtig ab. Man sieht schon in den ersten 2 Wochen teilweise richtig gute Ergebnisse. Ansonsten, wenn ihr es nicht eilig habt, wenn ihr es zum Sommer hin zum Beispiel was erreichen wollt, sagen wir zum 1. Juni oder sowas, dann macht die Low-Fat-Diät. Low-Fat praktisch heißt viele Kohlenhydrate, viel Eiweiß, wenig Fett. Hat einfach den Vorteil, man ist einfach besser drauf. Man kann Obst essen, man kann Kartoffeln essen. Man hat mehr Energie im Training, man ist konzentrierter. Bei der Low Carb ist es nicht so. Also ich habe zwar teilweise Tage, wo ich wirklich keinen Gedanken mehr fassen kann am Abend, weil ich so wenig Kohlenhydrate gegessen habe und teilweise die Trainings sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber wie gesagt, bei der Fettverbrennung ist einfach spitze, also einfach geil. Es geht einfach ruckzuck, weil ich es auch sehr eilig habe. Tue ich das, hätte ich mal mehr Zeit, würde ich eher die Low Fat nehmen, weil sie wie gesagt einfach auch viel mehr Freude macht, ja. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich so esse. Hier habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Oh, scheiße, meine Hand. Hier sind 3 Scheiben Käse. Der Käse ist absolut genial. Nur 10% Fett. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Harz, den nehme ich halt zu den Eiern zum Schmelzen, dass es einfach ein bisschen mehr Geschmack hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Harz nehmen, aber der Harz, finde ich richtig ekelhaft. Deswegen esse ich den nicht. So, reines Pflanzenöl. Den nehme ich aus Raps. Den nehme ich zum Braten, weil er einfach also der verbrennt nicht so schnell wie Olivenöl. Ansonsten würde ich Olivenöl nehmen. 4 Eier. Richtig gut. Ja. Und mein absoluter Geheimtipp: Bohnen. Absolut genial. Also relativ kalorienarm, sehr ballaststoffreich und also das schmeckt auch gut, ne? Und machen richtig satt. Mein zweiter Geheimtipp sind Pilze. Schaut mal her. Schaut mal diese Menge. Das sind 250 Gramm Pilze. Also richtig gehäuft. Schaut mal. Also richtig geil. Und diese Menge hat ziemlich genau 50 Kalorien. Also spitze. Also absolut geil. Dann habe ich jetzt noch eine kleine andere Menge vorbereitet, die auch 50 Kalorien hat. Schaut mal her. Da sind ein bisschen mehr als 100 Milliliter Cola. Das ist jetzt Zero, aber dieselbe Menge an normaler Cola hätten ungefähr 50 Kalorien. Also mein Tipp an euch. Keine Kalorien aus Getränke. Leitgetränke will ich jetzt auch weglassen. Cola, früher habe ich viel Cola getrunken, jetzt trinke ich viel, viel weniger. Ich trinke dafür lieber Tee. Diese Leitprodukte sind alle mit Süßstoff und die können den Appetit anregen. Ja? Also deswegen ist es eigentlich relativ nachteilhaft in einer Diät. So, jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich sonst noch so esse über den Tag. Das war jetzt mein Frühstück und das ist jetzt mein Mittag- und Abendessen. Das sind Hähnchen, so zwischen 500 und 600 Gramm als Eiweißquelle. So, und dann wollte ich mal meinen Kühlschrank zeigen. So, also die Joghurt sind nicht für mich, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ja, guck mal, Low Carb und frisst Joghurt, ne? Nee, Butter auch nicht für mich. Ich versuche so Fette ziemlich niedrig zu halten, also auch nicht zu hoch. Und Kohlenhydrat sowieso. Das ist jetzt meins. Frische Eier hier. Und gekochte Eier, aber die gekochten Eier esse ich sehr ungern, weil ich weiß gar nicht, mit was ich die essen soll. Ich brate die mir sehr gerne. So, das ist der Käse, den ich auch auf der Herdplatte hatte. Schaut mal her. 10% Fett. Es gibt sogar noch einen, der mit weniger hat, also 5%, aber der schmeckt halt gar nichts. Und irgendwie will ich trotz Diät ein bisschen was schmecken, ne? Also, dass ich irgendwie ein bisschen Lust drauf habe. So, Babybel Light, so 2, 3 Stück am Tag könnt ihr auch essen, ist auch ziemlich gut, aber. Ja, also Käse nicht in Übermaß, sondern relativ locker da mit umgehen. So, Pilze sind meist genommen, die sind schon braun, muss schon verraten. Und hier Gurken. Normalerweise sieht das ein bisschen mehr aus. Hier sind noch Tomaten. Ich nehme noch ein bisschen. Die Soße kann ich euch echt ans Herz legen. Die kriegt man so im Laden nicht. Die kriegt man in speziellen Läden, zum Beispiel im russischen Laden oder bei Amazon. Hier die Sriracha scharfe Chili-Soße. Absolut geil. Und dann nehme ich immer so 30 Milliliter ungefähr und hier noch Light Ketchup. Schaut mal her, wie kriegt das hier hin? So Light Ketchup. Er hat auf, hier können wir mal gucken, was er hat. Schaut mal her, auf 100
Milliliter haben wir 42 Kalorien, 6 Gramm Kohlenhydrate und 0,2 Gramm Fett. Eiweiß sogar 1,8. Aber ich nehme da auch nur vielleicht 30 Milliliter. So, jetzt zeige ich das eigentlich hier zu meinem Bereich, was ich esse. Also wie gesagt, ich esse hier fast nur Gemüse und Eiweiß. Hier, da haben wir hier zum Beispiel Brokkoli, Spinat. Also ist ekelhaft, ganz ehrlich, ist echt ekelhaft, aber macht das. Blumenkohl, Kaisergemüse. Kaisergemüse ist spitze, also Kaisergemüse mag ich. Das muss man wieder einrollen. So, und ich habe noch ein Hähnchen. Ich kaufe meistens so für eine Woche ein und friere es dann ein. So, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fisch. Die Fischstäbchen sind auch nicht für mich. Was ist hier? Oh, das ist nicht für mich. Also wie gesagt, Obst ist in der Low Carb tabu. Was bei der Low Carb Ausgabe noch ziemlich... So, was bei der Low Carb so ziemlich scheiße ist, dass man leicht dazu neigt, zu schummeln, ja, weil man einfach diese, also einfach die Kohlenhydrate fehlen und ja, man hat immer diesen Heißhunger auf Süßes, vor allem ungefähr nach einer Woche tritt es schon bereits ein. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr es nicht eilig habt, lasst es sein, macht eine Low Fat, es macht echt viel, viel mehr Freude, die Trainings sind gut, du bist gut gelaunt, weil Kohlenhydrate eine gewisse Dopaminausschüttung beeinflussen, das heißt, Dopamin ist ja für unsere Glücksgefühle zuständig. Und das fehlt einfach in der Low-Carb-Diät, ja. Deswegen, Low-Carb, nur wenn ihr es eilig habt. So. Kohlenhydrate, wie gesagt, ungefähr 1 Gramm bis 150 Gramm. Fette könnt ihr bis zu 2 Gramm nehmen, aber ich versuche es trotzdem noch ziemlich tief zu halten. So ungefähr 1 Gramm pro Kilo, sogar tiefer. Also das wären ungefähr 80, ich bin so zwischen 50 Gramm und 80 Gramm Fett am Tag. Wie gesagt, weil ich es eilig habe. Und es muss halt schnell runter und deswegen mache ich das so. Bei einer Low Fat ist es ein bisschen anders, da so ungefähr 30 bis 40 Gramm Fett könnt ihr dazu ich nehmen. Unter 30 Gramm würde ich da auch nicht gehen, weil die lebenswichtigen Prozesse im Körper, zum Beispiel Atmung und so weiter, psychische und physische Leistung lässt danach nach. Deswegen unter 30 Gramm würde ich nicht gehen bei einer Low Fat. Aber ansonsten über 40 Gramm würde ich auch nicht gehen. Aber Kohlenhydrate ziemlich hoch halten. Eiweiß, wie gesagt, zwischen 2 und 4 Gramm bei einer Diät. Probiert es einfach aus, ist einfach genial. Also Leute, das nächste Training wird ungefähr, ich denke mal in ein paar Tagen, 2-3 Tagen nochmal rauskommen. Da wird es ums Training gehen, denke ich. Ein Video zum Kaloriendefizit, wie man es berechnet und Kalorienverbrauch berechnet, mache ich auch noch, weil das ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte in der Diät, dass man im Kaloriendefizit ist. Also sprich, dass man mehr verbraucht. Also Körper, ja, wie sagt man da, dass man mehr verbrennt, als der Körper braucht, ja, dass praktisch das Fett runtergeht. So, also, bleibt gespannt, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.